Oh, gerade eben habe ich ein Päckchen bekommen. Das ist ein Tag vor meinem Geburtstag. Und ich habe eigentlich mit nichts gerechnet. Es lag auf den Treppenstufen zur Wohnung hoch. Und Silke hat mich überrascht. Da gab es letztes Jahr auf Facebook, hat sie da so eine Aktion gestartet, dass fünf Leute kommentieren, also die ersten fünf bekommen dann überraschend irgendwann mal ein Päckchen, Geschenk oder so. Und derjenige, der kommentiert, musste das auch machen. Ich habe das auch gemacht. Ja, und jetzt habe ich ein Päckchen bekommen. Ganz, ganz liebe Sachen sind da drin. So, ganz leckere gebrannte Mandeln. Und, ja, Moment. Moment. Ganz leckeres sieht man hier ganz schlecht. Spanisches Gebäck und Moment. Ei! Runtergefallen. Hier, Duran, spanischer. Eine ganz, ganz liebe Karte. Ja. Ihr müsst wissen, die Silke ist ausgebildete Maskenbildnerin und arbeitet immer noch in Musicals, aber hauptsächlich im Sommer hat sie ganz, ganz viele Hochzeiten und macht die ganzen Bräute hübsch. Das macht sie richtig, richtig gut. Also, liebe Brautpaare, wenn ihr noch eine ja, perfekte Frau sucht, die euch hübsch macht, dann seid ihr bei der Silke Jeske vom Schminkraum genau richtig. Liebe Silke, ich würde mich riesig freuen, wenn wir die gebrannten Mandeln und den Turron mal gemeinsam essen. Zu einem Weinchen oder irgendwie. Vielleicht auch noch zum Glühwein, wenn es bald reicht. Würde mich riesig freuen. Danke für die tolle Überraschung. Tschüss. Ich habe Geburtstag. Eigentlich ist es mir nicht so wichtig. Trotzdem ist es schön, wenn dann die Familie immer kommt und gemeinsam feiern, essen gehen oder gemeinsam kochen. Meine Oma hat mir Schwarzwälder Kirschtorte versprochen. Es gibt keine bessere Schwarzwälder Kirschtorte als die von Oma. Ja, das muss mal gesagt sein. Ja, und nicht nur Schwarzwälder Kirschtorte, sondern auch Maultaschen, Buschknäpple. Wer das nicht kennt, typisch schwäbisches Gericht. Musst du unbedingt mal probieren. Naja, Oma ist halt die Beste. Wer weiß das nicht? Später kommen sie alle und dann gibt es Kuchen und wir gehen Gans essen und sitzen gemeinsam zusammen. Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig drauf. Mein Schatz hat mir dieses ganz, ganz tolle Bild geschenkt. Das ist eine Box, eine Holzbox, die wir in Barcelona entdeckt hatten, und da sind immer so Bilder drin von irgendeiner Sehenswürdigkeit in Barcelona. Und das ist hier die Casa Batlló in Barcelona, die hat Gaudí konstruiert. Und es ist ein quasi wie eine Untermeereswelt dort drin. Es ist richtig schön, wenn ihr mal dort seid, auf jeden Fall anschauen. Ja, und jetzt steht sie bei mir zu Hause. Voll schön. Tada! Da ist sie, die Schwarzwälder Kirschtorte von meiner Oma. Sieht sie nicht hammerlecker aus? So. Alle haben gegessen, bis auf ich. Ich werde jetzt testen. Martinsgans. Guten Appetit. Ich bekomme Tafelspitz. Meine Mama weiß, dass ich Schmetterlinge mag. Das Geschenkpapier ist ein Schmetterling. Finde ich schön. Meine kleine Schwester hat mir einen Adventskalender geschenkt. Bisschen größer als früher. Ja, das ist von Notes, mein Müsli. Jetzt habe ich ab 1. Dezember jeden Tag Frühstück. Voll lieb, oder? Ja, dieses Sketchnotes kann jeder Buch. Habe ich mir von meiner Oma gewünscht.
war echt lustig. Meine Mama hat das Buch für sie bestellt und hat es ihr auf den Tisch gelegt. Und meine Oma dachte, das wäre irgendwie Werbung. Und war kurz davor, das Buch wegzuschmeißen. Hat schon auf den Haufen von Werbematerial gelegt gehabt. Kommt alles in Müll. Bis meine Mama sagte, ja, was machst du mit dem Buch? Das ist doch Steffis Geburtstag. Sie wusste nicht wirklich, was das ist. Naja, war voll lieb. Freue mich, bin gespannt, wie das Buch ist. Würde es echt gerne mal lernen, weil ich finde es echt immer unheimlich beeindruckend, wenn jemand da einfach super schnell Sachen erklären kann und sketchen und es einfach visuell darstellen. Oh, bin gespannt. Für uns geht es jetzt für ein Wochenende nach Brüssel. Wir suchen jetzt den orangenen Regenschirm. Die City-Tour ist gratis und wir leben quasi nur vom Trinkgeld. Bin gespannt, soll sehr gut sein. Mal schauen, was wir alles sehen. Später. Da sehen Sie die orangenen Schirme, seht ihr es? Gleich geht die Tour los. Unsere Stadttour ist um. Ich bin durchgefroren und hoffe jetzt auf einen Kaffee und ein bisschen Schokolade. Sie war richtig, richtig schön. Kann auf jeden Fall nur jedem empfehlen, der auch mal nach Brüssel kommt. Wir sind jetzt am Museumsplatz. Den seht ihr hier oben. Und ich suche jetzt mal ein paar Schokoladerien. Bis später. Waffelstraße, Rue de l'Étouffe, keine Ahnung. L'Étouffe, du. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Wie auch immer, das ist die Waffelstraße. Hier ist ein Waffel, also Gopfe, Shop nach dem anderen und die Waffel kostet 1 Euro. Ja. Klar, jedes Topping kostet extra, aber schon mal ein guter Tipp. Waffelstraße, kann man Gopfe essen. Ist hier typisch. Und direkt nebenan ist der Mannequin Pies. Wusstet ihr eigentlich, dass Tim und Struppi in Belgien geschrieben wurde? Genauso wie Lucky Luke und die Schlümpfe. Ja, jetzt ist das. Ja.
ziemlich klein, pinkeln. Der hat übrigens extrem viele Outfits und nicht nur von allen Ländern, sondern auch von jeder Persönlichkeit, die hier zu Besuch kommt, muss ein Outfit mitbringen. 800, ne? Viel mehr als 800. Ah, jetzt ist er verkleidet, vorher war er so nicht. Wie cool, wir haben hier ein Café gefunden, wo man Spiele spielen kann. Und es schaut aus, als ob alle extra herkommen, nur zum Spiele spielen. Der Marktplatz in Brüssel bei Nacht. So schön war es heute zurück im Hotel. Eine Frechheit. Da hatte ich mich riesig auf Glühwein gefreut, als ich die ganzen Stände schon aufgebaut gesehen habe. Die haben aber nicht geöffnet. Weihnachtsdeko und Weihnachtsmarktstände ohne Glühwein. Nichtsdestotrotz haben wir noch Glühwein aufgetrieben. Nicht der beste, aber Glühwein. Also geht's jetzt leicht angeheitert ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht, ich weiß jetzt auch nichts mehr. Tschüss. So, jetzt geht's wieder heim. Wir sind schon am Flughafen, noch eine Stunde warten und dann geht's los. Schraub mal den Weihnachtsbaum da drüben ganz aus. Lecker, 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 lecker.